Das Schloss Schönhausen. Von 1740 bis 97 nutzte es die preußische Königin Elisabeth Christine als Sommerresidenz. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde hier sogenannte entartete Kunst eingelagert. Ab den 60er Jahren empfing die DDR-Regierung im Schloss ihre Staatsgäste. Schlösser für den Staatsgast. Staatsbesuche im geteilten Deutschland heißt die aktuelle Ausstellung im Schloss Schönhausen in Pankow. Jörg Kirstein ist der Ausstellungskurator. Herr Kirstein, ein Schloss als Gästehaus für einen Arbeiter- und Bauernstaat ist ja eigentlich schon mal sehr ungewöhnlich. Also so eine feudale Herberge. Einige Schlösser wurden gesprengt. Das wurde hier als Gästehaus genutzt. Wie kam man überhaupt dazu? Naja, Schönhausen hatte ja eine besondere Vergangenheit, auch für die DDR. Wilhelm Pieck hat hier amtiert, der erste DDR-Präsident, und das war so eine Art nationaler Gedenkort. Und daher hat Walter Ulbricht 1964 den Beschluss gefasst, hier ein Gästehaus der Regierung zu installieren. Wie viele Staatsgäste wurden in der DDR-Zeit hier überhaupt empfangen? Also in den ersten Jahren waren es sehr wenige. Die DDR war ja außenpolitisch isoliert durch die bundesdeutsche Hallstein-Doktrin, sodass jedes Jahr nur ein Gast hier begrüßt werden konnte. Der erste Gast 1966 war Janosch Kadar aus Ungarn und dann Leonid Brezhnev, natürlich Fidel Castro 1972 und auch der Präsident des Sudan. Das war der erste Gast eines afrikanischen Staates. Die DDR hat sich dann in den späteren Jahren ja sehr darum bemüht, dass es mehr Staatsgäste gab. Also mit besonderen Mitteln natürlich auch. Ja, natürlich. Also eigentlich muss man das sagen, dass Willy Brandt der Entscheider war, der die Ostpolitik betrieben hat, der Bundesregierung, und der den Grundlagenvertrag auf den Weg gebracht hat, die ganzen Ostverträge. Und das war natürlich ausschlaggebend dafür, dass die DDR anerkannt war als souveräner Staat, auch in Westeuropa. Und nach dem Grundlagenvertrag hat Honecker hier eine unglaubliche Empfangstätigkeit entfaltet. Also bis 1989 waren über 120 Staatsgäste hier in Schönhausen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Die wurden jetzt erstmal hier vorgefahren. Und in diesem Raum gab es dann so die ersten Fotos. Genau, der Generalsekretär hat die Gäste abgeholt vom Flughafen Schönefeld, dann über die sogenannte Protokollstrecke nach Schönhausen gebracht. Und dann gab es hier im Schloss einen Begrüßungstrunk im Gartensaal. Und dann hier in diesem Raum hat Erich Honecker den Staatsgast sozusagen der Presse vorgestellt. Hier entstand das erste Pressefoto. Und Sie ziehen hier immer den Vergleich, wie es im anderen Teil Deutschlands passiert ist, wie dort die Staatsgäste empfangen wurden. Genau, also wir vergleichen Ost und West miteinander. Schloss Augustusburg in Brühl in der Nähe von Bonn wird mit Schönhausen verglichen. Wie war das im Westen, wie war es im Osten? Und da fand halt das erste Foto auf der Terrasse der Villa Hammerschmidt statt in Bonn. Und im Gegensatz zum Osten, wo der Gast gesessen hat, standen halt die Gäste des Westens sozusagen dort den Pressefotografen. Und natürlich gab es einen Unterschied. Hier in der DDR war das immer, die aktuelle Kamera war dabei, um das zu berichten, und auch das Neue Deutschland, die ADN natürlich und die Presse des Staatsgastes. Ansonsten hatte keiner Zutritt hier zu diesem Areal. Das ist jetzt hier der Gartensaal, Herr Kirstein. Hier haben Sie ein Bankett aufgebaut. Fand das Staatsbankett hier statt?
Ein Staatsbankett fand im Staatsratsgebäude statt, dem wichtigsten Repräsentationsbau der DDR am damaligen Marx-Engels-Platz, im heutigen Schlossplatz. Aber wir haben eben überlegt, was können wir den Gästen auch präsentieren an Kunstwerken, an Objekten. Und da haben wir uns überlegt, dass das Staatsbankett war ja immer der Höhepunkt des Staatsbesuches. Und so haben wir hier eine Tafel aufgebaut, die das Staatsbankett in Ost und West zeigt, also in Augustusburg und im Staatsratsgebäude. Wir vergleichen quasi beide Staaten. Wie hat man gespeist, auf welchem Porzellan wurde gegessen, aus welchen Gläsern wurde getrunken, und das zeigen wir hier in Schönhausen. Wie waren denn da die Unterschiede, außer dass jetzt die Servietten anders gefaltet waren? Naja, im Westen war das Porzellan KPM, also Berliner Porzellan, Dekor Rokai, und im Osten war es Porzellan, das ist etwas schwierig zu beantworten, gestempelt als Reichenbach im Vogtland. Allerdings ist das Porzellan und auch die Form Graf von Henneberg aus Ilmenau. Also man hat sozusagen das als Graf Henneberg als Reichenbach gestempelt, aber in Wirklichkeit ist es Reichenbacher Porzellan. Wir vermuten, weil es eben ein Adelsname war, Graf von Henneberg, und Reichenbach sich besser exportieren ließ in den Westen und anderen Ländern. Nun ist die DDR-Seite hier nicht komplett eingedeckt und es fehlen auch ein paar Stühle. Wie schwierig war es eigentlich für Sie, diese Ausstellung zu bestücken? Also es war ein Detektivspiel im Grunde genommen. Also es war ja doch interessant, schwierig auch, die Stücke ausfindig zu machen. Gerade auch die Gläser, das Porzellan, die Stühle, wo sind die heute? Ich dachte im Deutschen Historischen Museum natürlich, aber da waren sie nicht. Im DDR-Museum am Dom sind sie auch nicht gewesen. Letztendlich half uns der Zufall, sind heute im Schloss Bellevue, werden die Porzellane aufbewahrt, auch die Gläser im Bundespräsidialamt sozusagen, sind 1990 übernommen worden aus dem Staatsratsgebäude. Und wir haben sie als Leihgabe erhalten aus dem Bundespräsidialamt, und die Gläser sind eben nicht mehr vollständig, leider Gottes, weil sie eben vor etwa 6-7 Jahren verkauft worden sind. Die Bestecke haben wir gefunden durch Zufall in Babelsberg im Requisitenfundus der Spielfilme. Dort sind sie gelandet, wie auch immer, und die Stühle sind auch nicht vollständig, da ja das Staatsratsgebäude heute eine Managerhochschule ist und die auch gebraucht werden, die Stühle. Und von über 150 Stühlen gibt es heute noch 20 dort in dem Gebäude, und wir haben 3 immerhin erhalten, sodass wir den Besuchern Eindruck vermitteln können, wie sah die Tafel zu DDR-Zeiten aus. Wann war eigentlich der Moment, Herr Kirstein, an dem der Staatsgast sein Geschenk überreicht hat? Ja, das ist unterschiedlich. Also oftmals war es nach der Ankunft, also vor dem Staatsbankett, oder auch am zweiten Tag erst. Zum Beispiel Leonid Brezhnev hat 1974, als er hier war, hier auf dem Schlossareal Erich Honecker eine Skulptur geschenkt, die er auch am zweiten Tag erst überreichte, in Form von DDR, von der DDR-Fahne und der Fahne der Sowjetunion, und als Bekrönung war eine Nelke aus Edelstein des Ural. Das Geschenk gibt es nicht mehr. Das ist irgendwie wahrscheinlich im Zuge des Falles der Mauer irgendwie abhandengekommen. Und wir haben sowieso Probleme gehabt, Geschenke zu finden auch wiederum. Es gibt jetzt hier zu sehen 5 Geschenke aus dem Westen, 8 Geschenke aus dem Osten. Und alle Geschenke, die hier präsentiert werden, haben in Bezug zum Haus. Sie sind entweder von den Gästen überreicht worden, die hier geschlafen haben, oder eben die in Augustusburg empfangen wurden. Das sind also 13 Staatsgeschenke. Immer so eine Art Kuriositätenkabinett. Genau, also die Geschenke haben ja keinen politischen Inhalt. Sie sollten den Geschenken oder ja nicht den Beschenken nicht düpieren, nicht verletzen. Deswegen sind sie recht neutral. Und also man kann auch, der Besucher kann nicht unterscheiden, was ist ein Geschenk aus dem Westen und welches aus dem Osten. Also wir haben das auch gemischt hier im Schloss Schönhausen. Und zum Beispiel Walter Scheel erhielt von Jimmy Carter 1978 6 Porzellanteller mit amerikanischen Landschaften, also nur zum Angucken wahrscheinlich, die er wahrscheinlich nie in die Hand genommen hat. Oder Erich Honecker bekam von Kurt Waldheim, dem UNO-Generalsekretär, ein gerahmtes Foto. Das war relativ üblich, dass man Fotos verschenkt.
Genau, also es gab es schon in der Kaiserzeit, dass Wilhelm II. Auch Fotos überreichte an Leute, die ihm wichtig waren. Und so war es halt auch in der Bundesrepublik oder auch in der DDR-Zeit, ja. Wo wurden denn zu DDR-Zeiten die Gäste, die Staatsgäste, Geschenke gelagert? Da gab es zwei Orte. Die Geschenke wurden zum einen im Haus der ZK der SED aufbewahrt, in einer großen Vitrine im Foyer. Und da hatte auch der Museumsmitarbeiter vom Museum für Deutsche Geschichte gelegentlich die Möglichkeit, Geschenke auszuwählen fürs Museum. Die haben wir heute hier. Und die Geschenke wurden aufbewahrt im alten Stadthaus, im Haus des Ministerrates.